Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. Meine Rucksäcke sind gepackt. Es kann gleich losgehen. Ich habe wieder Affenbesuch hier. Aber die sind sehr, sehr scheu. Sobald ich mich bewege, sind sie weg. Aber es sind bestimmt 20 Stück hinter jedem Fall oder auf jedem Fall sitzt einer. Ich gehe mal mit euch raus. Dann werden sie sicher ganz schnell verschwinden. Das Auto ist gepackt und jetzt geht's los nach Morodo. Schaut doch noch mal, wie schön grün hier alles ist am Mount Elgon. Wir fahren jetzt Richtung Norden, circa 6 Stunden. Heute ist Markttag hier in Sipi. Alle wandern in das Dorf und wollen ihre Ware feilbieten. George, tut mir unglaublich leid. Die Straße ist der reinste Zuckersand. Ich sehe hinterher völlig rot aus und alles ist voller Staub. Stellenweise kann er keine 10 Meter sehen und die Straße ist eine komplette Baustelle. Jetzt fahren wir durch ein Game-Reservat und schaut doch mal, ich traue meinen Augen nicht. So viele Giraffen kreuzen einfach die Straße hier. Wir sind jetzt in Karamoja angekommen. Morodo, dort wo wir hinwollen, das liegt in der Region Karamoja. Hier leben die Karamajong, das sind ja die Tribes, die ich auch besuchen möchte ab morgen. Und ja, ihr seht schon, die Natur sieht hier ganz anders aus. Nicht mehr so grün wie in Sipi, sondern hier ist einfach Wüste.
Jeden Morgen bringen die Jungs der Karamajong, die mindestens 7 Jahre alt sind, das Vieh auf die Weide. Das sind die Kühe oder Ziegen und manchmal sogar Kamele. Wir machen jetzt eine Pause nach, glaube, 3 Stunden Fahrt auf so einer Sandwüste und jetzt fahren wir schon eine Stunde hier und die Guides passen wie immer gut auf mich auf hier. Ich gehe jetzt erstmal ins Gebüsch. So, ich will mal hoffen, dass es hier keine Schlangen gibt. Ich habe gefragt, er hat gesagt, nicht überall. Auch gut, ich muss also gucken, wo ich hintrete. Es ist echt heiß hier. So, hier ist doch ein gutes Plätzchen für den Toilettengang. Echt, steht hier wirklich so ein Strommast in der Buschini. Eben habe ich ein Schild gesehen und da stand dran 56 Kilometer nach Morodo. Also wir fahren noch ein kleines Stückchen. Es ist Mittagessenszeit und heute gibt es Reis, gekochte Bananen und Hühnchen. So, zum Mittag gucken wir hier erstmal schön Fußball. Und zwar spielt München gegen Chelsea. Oh, jetzt ist es vorbei. Schaut mal, was hier über die Straße läuft. Ein Chamäleon. Das bewegt sich übrigens so, weil es mich verarschen will. Es will mir weismachen, es ist Gras und wackelt im Wind. Wir sind angekommen in Morodo und jetzt gibt es die erste Roomtour. Das ist die Unterkunft hier und tada, mein Zelt. Wusste gar nicht, dass ich ins Zelt gehe, aber nun weiß ich's. Und zwar ist hier mein Bett, steht mein Backpack schon, ein Regal und hier hinten ist das Badezimmer mit Dusche. Ein echtes Luxuszelt. So, ich gehe jetzt nochmal zu George in die Rezeption und nehme euch gleich mal mit bei einem Rundgang hier durchs Areal. Hier gibt es auch noch Zimmer. Hier ist übrigens mein Zelt. Thank you.
So, hier ist heute eigentlich nichts weiter passiert, außer dass ich geduscht habe. Ich war knallrot von der Erde, von dem Staub und allem. Und jetzt sitze ich hier in meiner Lodge und esse noch was zu Abendbrot. Und dann später arbeite ich noch ein bisschen was am Computer und dann geht's früh ins Bett, denn morgen... Denn morgen um 6 ist wieder die Nacht vorbei, um 7 gibt's Frühstück und um 8 geht's los auf meine Tour.